Wissenschaft. Mal erfordert sie vollen Einsatz und mal viel Geduld. Bei der Wissenschaft zum Zvieri beschäftigten sich die Kinder diesmal mit antiken Münzen und Siegeln. In der Theorie, vor allem aber in der Praxis. Besonders beliebt war das Münzenschlagen. Super! Dafür haben wir extra so Blecken vorbereitet. Da sind Originalmünzen abgebildet. Und ein Rolling können die Kinder selber hier drauf tun, den Block wieder zusammenstellen. Und somit erleben, wie in Rom die Münzen so geschlagen sind worden. Sie sind einfach ganz kräftig mit dem Hammer draufgeschlagen. Daneben befassten sich die künftigen Forscherinnen und Forscher mit antiken Siegeln. Aber das erklären sie besser gleich selbst. Wir haben zuerst in der Anfangsvorstellung haben sie uns ein bisschen erklärt, was Siegel und Münzen sind und was die Sachen darauf bedeuten. Und dann sind wir hierher gekommen und haben aus diesen Materialien Siegel selber gemacht, also selber gestempelt. Also bei mir auf meinem Siegel ist ein Löw, also Löw gsi, und der hat so wie gegen einen Pharao gekämpft, und der Pharao hat einen Pfeil und einen Bogen gehabt, und der hat den Löw erschießen, und das soll auch zeigen, dass der Pharao mächtiger ist als der König von allen Tieren, also dass der Pharao der mächtigste ist. Die Kinder waren motiviert bei der Sache, und die Lehrerin? Ich finde das eine super Sache. Und auch heute ist mehrmals, haben mir Kinder gesagt, ich will eigentlich, dass das noch mehr stattfindet. Das findet ja zweimal im Semester statt. Und es ist super, dass Kinder die Freude bringen, extrem viel Interesse. Sie sind euch offen für alles, sie haben euch viele Fragen und hören wirklich euch zu. Am Ende eines spannenden und unterhaltsamen Nachmittages waren die Kinder reicher geworden. An Münzen, vor allem aber an Erfahrung.